Boxer, Zuhälter, Bordellbesitzer. Stefan Henschel war einer der ganz Großen auf dem Kiez. Du musst wirklich viel Fett nach Hause bringen und ein Erscheinungsbild sein, dass du wirklich mit den Ohren schlagerst. Der Mann im Trenchcoat gehört in den 70er und 80er Jahren zu den gefürchtetsten Männern des Rotlichtmilieus. Sein Motto: austeilen und einstecken können. Das ist die härteste Verletzung, die ich habe, wo sie mit dem Weizen mir das Augenlicht ausgestochen haben auf der rechten Seite. Also diese Sache kann man nicht erklären, den Schmerz schon gar nicht. Das ist der Spiegel der Seele. Henschel ist auf dem Kiez eine Ausnahmeerscheinung. Doch die Härte des Geschäfts hinterlässt auch bei ihm tiefe Spuren. Das ist schon eine seelische Vernarbung, das setzt was voraus. Du machst dich dann auch ein bisschen platt, also platt mit dem Alkohol überflügelst, aber das Geld überwiegt. 2006 macht er im Boxkeller der Ritze schließlich Schluss, verzweifelt und pleite. Wer war Stefan Henschel, der sich selbst mal als göttlicher Zuhälter titulierte?